So, und was passiert, wenn ich jetzt eine Registrierkasse haben soll, aber keine habe? Das ist nicht ratsam. Wenn Sie in die Registrierkassenpflicht fallen, aber keine haben, können Sie einerseits eine Schätzung bekommen, weil das Finanzamt sagt, naja, die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung ist nicht gewährleistet. Und Sie können noch eine Finanzstrafe bekommen bis zur Höhe von 5.000 Euro. Seit letzter Woche gibt es aber in diesem Zusammenhang eine erfreuliche Änderung. Und zwar fürs erste Quartal 2016 werden keine Strafen verhängt, falls noch kein System oder die Umrüstung noch nicht ganz da ist. Das läuft mehr unter dem Motto Beraten statt Strafen. Also im ersten Quartal 2016 werden Sie noch nicht bestraft, falls Sie kein Kassensystem haben oder die Umrüstung getätigt haben. Für das zweite Quartal 2016 gibt es auch keine Strafen, aber nur, wenn Sie das begründen können. Also wenn Sie zum Beispiel dem Finanzamt sagen können, ich habe die Kasse bestellt, aber aufgrund eines Lieferengpasses ist sie noch nicht da. Dann werden Sie auch bis zum Ende des zweiten Quartals nicht bestraft, falls Sie eine finanzpolizeiliche Kontrolle haben. Wesentlich härter und höher sind die Strafen für Manipulationsprogramme, also die Gestaltung oder Einsatz eines Programmes, das manipulieren kann. Da sind Strafen von bis zu 25.000 Euro vorgesehen. Die können nicht nur den Programmierer treffen, der dieses Optimierungsprogramm geschrieben hat, sondern auch den Unternehmer, der so ein Programm auf seiner Kasse laufen hat.